Also Sie haben ja beim Students Award mitgemacht. Ja. Dürfte ich fragen über, keine Ahnung, über welche Schule oder läuft es ja auch über die LIC oder eine andere? Ich studiere, ich habe abgeschlossen Grafikdesign und Fotografie in Kunstuniversität Linz. Oh, in Linz? Genau. Da komme ich her. Ah, echt? Ja, super. Und ich studiere immer noch Masterstudium bei visuelle Kommunikation und meine Hauptfach ist Fotografie. Deswegen. Oh, wunderbar. Und, oh. Ah, sehr gut. Ja, das ganz toll. Du bist in Linz geboren, oder? Nein, tatsächlich vom Land komme ich mehr, aber ich bin in Linz zur Schule gegangen. Ah, sehr schön. Genau, und da beim Hauptplatz ist ja die Universität. Ja. Genau. Ja, und ist das das erste Mal, dass Sie hier bei dieser WIPA-Gala mitmachen, bei diesem WIPA-Award? Ah, das ist schon zweites Mal. Wirklich? Genau. Erstes Mal habe ich. Ich glaube, das war 2019, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Das war ja Corona-Zeit, weil das war alles online, diese Preisverleihung. Ja. Und da habe ich dort eine Honorable Mention gekriegt. Oh. In Kategorie, jetzt weiß ich nicht mehr, welche war das. Ist okay, aber interessant zu wissen, dass das Ihr zweites Mal ist, genau. Und Sie diesmal tatsächlich Gold gewinnen. Ja, das voll, das war voll überraschend für mich das auch. Das ist so, ja, genau, ja. Nicht nur so Gold, ist eher Gold und dann noch diese 3 Honorable Mention ist für mich wirklich sehr große Ehre. Was mich halt auch sehr interessieren würde, ist, wie sind Sie bei der Entstehung von diesen Fotos vorgegangen oder explizit auch bei diesem? Hatten Sie da einen Plan oder wussten Sie schon zu Beginn, wie das genau ausschauen soll? Mhm. Ja, genau. Ich arbeite immer so, dass ich schreibe erst Konzept, ja, und dann gehe von Konzept zu der Realisation des Projekts. Und das war so eigentlich so Entwürfe zu meiner Masterthesis und in Fashion-Fotografie und ich habe so überlegt, wie ich das, also die Kleidungsstücke thematisch recherchieren könne. Und da habe ich so überlegt, dass Kleidung ist also nicht nur so ein Stück, das uns Schutz von Umwelt, nicht nur, das uns warm, in Wärme haltet, sondern auch so große Informationsträger, mhm, und auch so kann lebendig sein, so im Sinne, dass wir so, wenn ich so sagen kann, bauen unsere Identität mit Hilfe der Kleidungsstücke. Und deswegen Kleidungsstück an sich selbst kann eine Form haben, die spielt eine Rolle. Und da habe ich so mit Formen gespielt, mit den Kleidungen, die ohne Körper auch so voll mit Informationen befüllt, mhm, oder mit so sozusagen mit Tätigkeit oder es kann Akten ohne Körper sozusagen. Ja, es ist Ihnen auf jeden Fall super gelungen. Das so wie auf von der Titel kommt Kreatur ist geschrieben mit so Kreatur oder Kreatur, das ist beides so Schöpfer, mhm, und das was er oder sie kreiert. Das ist Schöpfer und eine Creature, das wird geschöpft. Eine dann. Kreatur gleichzeitig. Genau, ja. Es ist wirklich sehr interessant auch. Auch von den Lichtern und die Farbkombination. Es ist wirklich spannend. Und Dankeschön. Jetzt so, was würden Sie uns, wir sind ja alle absolute Beginner großteils in der Fotografie, mhm, würden Sie uns da vielleicht irgendeinen Rat mitgeben? Oh! Haben Sie da vielleicht eine Idee? Ich fühle mich auch ein Beginner. Ja. Wahrscheinlich für immer. Ja, so einfach beobachten und überlegen, was ihr mit dem Bild zeigen oder aussprechen wollt. Was ist eure Idee, für was ihr steht? Mhm. Was ist, also was ihr berührt, also innen? Ja. Und von diesem Punkt anfangen, zu kreieren, zu fotografieren, zu sehen. Okay, ja, herzlichen Dank auch für den Tipp jetzt am Schluss. Ich will Sie gar nicht lange aufhalten. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Danke. Alles Liebe.